Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Pflücksalatmischung. Wie ihr seht, wachsen hier verschiedene Salatblätter auf, auch verschiedene Arten und Formen. Ihr müsst besonders darauf achten, dass sich hier keine Schnecken etablieren, weil sie fressen gern die Salat raus. Normalerweise fressen die Schnecken lieber erst den hellen und den dunklen später, aber meist nur mit einem Tag Versatzzeit. Ihr könnt bei diesem Salat entweder alles abschneiden und dann neue Pflanzen setzen, oder ihr könnt, weil es Pflücksalat ist, einzelne Blätter herausernten, die euch gefallen, wie dieses hier. Einen Strauß solcher Blätter ernten und dann neue aufwachsen lassen. Der große Vorteil beim Pflücksalat ist, man braucht nicht einen Kopf ernten und hat nur Verschnitt, sondern man kann hier immer nachernten. Der Nachteil ist, es dürfen nicht so wie hier lange Triebe stehen bleiben, weil sie sonst, oder wie an diesen Stellen, lange Triebe stehen bleiben. Solche abgeschnittenen Blätter faulen normalerweise zurück und schädigen die Pflanze. Wenn, müsst ihr die schön sauber unten herausbrechen. Also, wenn ihr neue Salatblätter pflücken wollt, greift hinein, brecht eins ganz am Ansatz heraus und freut euch und habt viel Spaß mit dem Salat, den ihr dann essen könnt.